So, hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Facebook-Kanal, kann ich an dem Falle sagen. Und zwar möchte ich heute in diesem kleinen kurzen Video euch zeigen, wie man bei Builderall die Subdomains verbindet. Ich möchte das an zwei kurzen Beispielen machen. Ich werde euch gleich meinen Bildschirm freigeben und zeigen, wie das aussieht. Und zwar habe ich hier eine Seite schon mal vorbereitet. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie man das macht. Also das ist eine Seite, die ich vorbereitet habe. Und ihr seht hier oben den Link. Der ist sozusagen mein Bilderer-Link aus meinem Channel, aus meinem Funnel hier. Das ist eine ganz einfache Seite, die habe ich mir einfach nur als Vorlage genommen, um das euch zu demonstrieren hier. Nichts Besonderes. Ich übe hier ebenfalls mit solchen Seiten, um ein bisschen herauszubekommen, wie hier was funktioniert. Also ich zeige euch das an zwei Beispielen, und zwar an dem Beispiel von Domains mit Namecheap und am Beispiel von Domains mit All-Includes, weil wir haben ja da letztens auch den Beitrag im Builder Mastermind gehabt darüber, wie das gemacht werden muss, und zwar will ich euch das dann also zeigen. Also im Prinzip ist es hier so, bei Namecheap ist es so, dass ihr bei eurer Domain dann hier oben, in dem Fall ist es meine VIP-TV.world, ihr einfach nur diesen Namecheap-Server austauscht gegen Custom DNS, und dann habt ihr die ganze Domain verbunden mit dem Nebenserver von Builderall, also diese NSL1 und NSL2 oder NS2L und NS1L, müsst ihr dann einfach hier eintragen und dann einfach hier verbinden damit. Das war's schon. Und ihr müsst dann einfach nur bei den Einstellungen bei der Domain dann hier, in dem Falle hier, die Verbindung herstellen, Domain aufschalten, und ich mache das jetzt einfach mal mit meiner Domain. Ich werde jetzt hier, ich habe hier schon verbunden, einfach mal VIP-TV World, und mache ich hier Coaching davor. Das ist meine Domain, also meine Subdomain, die ich verwenden möchte dafür. Und dann werde ich hier einfach jetzt mal speichern. Ich habe das schon gemacht hier, verbunden ist ja schon, habt ihr ja schon gesehen. Und das war's schon. Und wenn ich jetzt theoretisch hier auf diesen Link gehe, müsste es eigentlich schon funktionieren, weil ich ja meinen schon längst aufgeschalten habe. Und ja, ich sehe, das funktioniert. Das ist sozusagen die alte Seite ohne Verbindung über DNS, und das ist die neue Seite als Subdomain. Und wie ihr das jetzt macht in All Inclusive, das zeige ich euch kurz, indem ihr hier einfach, das ist jetzt ein Account von einem Freund von mir, wo ich die Webseite betreue. Ich werde das einfach mal jetzt machen. Und was ihr einfach machen müsst bei All Inclusive ist, müsst ihr Folgendes tun. Es war hier einen neuen DNS-Eintrag erstellen. Und hier müsst ihr gar nichts eintragen, denn das wird dann automatisch alles mit den Namen, die ihr dann im Prinzip von der Domain verwendet, vor dem Punkt alles automatisch übernommen. Hier müsst ihr dann allerdings nur NS eintragen, hier müsst ihr ebenfalls nichts eintragen, und hier müsst ihr dann nur die DNS eintragen, die euch, wie gesagt, hier gezeigt wird, wenn ihr zum Beispiel hier die Domain verbindet. In dem Falle sozusagen, ihr kopiert hier einfach diesen Link und packt den hier hinein und speichert das Ganze dann. Das ist schon alles. Ich werde das jetzt nicht machen, weil das, wie gesagt, die Domain von meinem Freund ist, aber ich kann euch schon mal daran anhand dieses Beispiels zeigen, wie das funktioniert. Also, wie gesagt, dann einfach nur speichern gehen, das war's schon. Und dasselbe macht ihr mit dem zweiten DNS-Eintrag ebenfalls, ohne hier was einzutragen. Und dann wird automatisch die Subdomain übernommen. Ihr könnt natürlich auch den Namen hier eintragen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr wollt, die Subdomain eintragen, wenn ihr wollt. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Das würde auch so funktionieren. Ich habe gestern mit dem Support gesprochen. Wir brauchen einfach nur diese DNS-Einträge machen, und die Subdomains vor dem Punkt werden dann alle automatisch übernommen. So, ich hoffe, das hat euch geholfen in Verbindung oder in Bezug auf das Einstellen der Subdomains bei Builderall, wie ihr das machen könnt hier in dem
in dem Dashboard eurer Domain, für den Subdomain zu verbinden mit eurem Link hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen in den Kommentaren, wenn irgendwas unklar ist. Und dann